Computer. Das ist eine bestimmte Perspektive, die man einnimmt als Spieler, eine Blickperspektive. So wie in der Literatur ein Ich-Erzähler gewählt wird vom Autor oder eben der neutrale Erzähler. Und natürlich wird dann auch geschossen. Mit Doom haben wir natürlich versucht, ein provokantes Spiel zu erschaffen, das aber auch Spaß machen sollte. Und wir waren uns sicher, dass unsere Idee ziemlich einmalig war. Endlich mal kein Space Marine, der gegen Aliens kämpft. Also ein Killerspiel wird gemeinhin in der Gesellschaft als ein Spiel verstanden, in dem es darum geht, Menschen oder menschenähnliche Wesen, die in großer Zahl auftauchen, auf unterschiedliche Art und Weise zu töten. Diffamieren, das ist ein Kampfbegriff. Ja, ist ja der Begriff ist dafür da, etwas zu diffamieren. Und insofern ist das ist ja gar nicht weiter zu diskutieren, man darf den eigentlich nicht verwenden. Killerspiele, ein Kampfbegriff. Vor allem aber ein Begriff, der allgegenwärtig war in der deutschen Gaming-Landschaft der Nullerjahre. Im April 2002 kommt es im thüringischen Erfurt zu einem Amoklauf mit 18 Toten. Der Täter, Robert Steinhäuser, soll, wie so viele andere Jugendliche auch, First-Person-Shooter gespielt haben. Half-Life zum Beispiel oder The Return to Castle Wolfenstein. Solche Spiele machen aus Kindern und Jugendlichen Killer, heißt es nun. Es ist der Höhepunkt einer Debatte, die in Wirklichkeit so viel älter ist. Um zu ihrem Ursprung zu gelangen, muss man 4 Jahrzehnte in die Vergangenheit reisen. In so etwas wie das Paläolithikum der Videospielgeschichte. Für diesen Film haben wir diese Reise angetreten, haben den Schöpfer von Killerspielen wie Doom und Wolfenstein besucht und gemeinsam mit Gaming-Journalisten zurückgeschaut auf diese Zeit, um zu erfahren, wie der Streit begann und wie die Gewalt in die Spiele kam. Zwei Schläger, ein Ball, eine Punkteanzeige. So sieht es aus, das erste populäre Videospiel der Welt. Der Beginn von etwas Großem. Pong erscheint 1972. Pong ist simpel. Pong macht Spaß, Pong ist erfolgreich und extrem harmlos. Wie also ist sie hineingekommen, die Gewalt in die Computer- und Videospiele? Das Computerspielemuseum in Berlin. Hier werden die Meilensteine der Computerspielgeschichte bewahrt und ausgestellt, darunter auch Pong und seine blutigen Nachfahren. Andreas Lange ist Direktor des Museums, so etwas wie einer der Archivare der Computerspielgeschichte. Ja, Computerspiele sind interessanterweise gar nicht in Deutschland, wie man annehmen könnte, in Deutschland erstmalig wegen Gewalt ins Gerede gekommen, sondern tatsächlich im Mutterland der Videospiele in den USA. Und zwar schon sehr früh, 1976, gab es ein Automatenspiel, Death Race hieß das. Death Race ist ein Arcade-Automat, also ein Videospielautomat, wie er damals beispielsweise in Einkaufsarkaden steht. Death Race basiert auf einem trashigen und für die damalige Zeit ziemlich brutalen Low-Budget-Film. Das Ziel des Spiels, möglichst viele Strichmännchen überfahren, die aber doch verdächtig so aussehen wie Menschen. Die Folge, ein öffentlicher Aufschrei. Computerspiele rücken erstmals negativ in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Das populäre Investigativmagazin 60 Minutes berichtet im Jahr 1977 im amerikanischen Fernsehen über das Skandalspiel. Zu Wort kommt auch der Vizepräsident von Exidy, dem Hersteller des Death Race Automaten. We had a very successful game prior to this called Destruction Derby. And the principle of that game was to drive an automobile against another automobile. So after, I would say 5 or 6 months of sales, ours began to dwindle and we decided to put a new twist into the game. Therefore, we took the cabinet, painted it black, and tried to project skeletons or gremlins running across a graveyard. And what happened now is when you drove your automobile, you ran into a skeleton, he emitted somewhat of a shriek, turned into a grave marker, and that's how we changed the game and the sales went up quite a bit. Schon damals ist sich manch einer sicher. Solche Computerspiele bringen nur das Schlechteste im Menschen hervor. Ein Psychologieprofessor warnt: Practice, training, learning how to hurt, kill other people. It sets the stage for when people are instigated to aggression to use those skills that they have. Das war auch alles in der Darstellung natürlich sehr, sehr abstrakt. 1976, da war noch nicht viel möglich. Und trotzdem war aber auch die Gestaltung des Automaten so gehalten an der Seite, dass das schon natürlich sehr reißerisch aussah. Death Race, da wurde versucht, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Und es war vielleicht diese Kombination, also dieser Film im Rücken, diese Seitenwandgestaltung,
Tötung und dann natürlich schon das Spielthema, Menschen überfahren zu müssen, die dann eben zu einem ersten Mal zu einer Gewaltdebatte in den USA geführt haben, ob das denn überhaupt erlaubt sein darf, solche Spiele anzubieten. Also schon relativ früh haben wir die erste Gewaltdebatte gehabt. Eine Debatte, die auch von den amerikanischen Sicherheitswächtern des National Safety Councils befeuert wird. Ihr Fazit zu Death Race: krank, krank, krank. Das also ist sie, 4 Jahre nach Pong, 4 Jahre nach dem ersten kommerziell erfolgreichen Videospielautomaten, die allererste Killerspieldebatte. Wohlgemerkt, ohne dass es das Wort Killerspiel damals schon gibt. Dafür etabliert sich hierzulande schnell ein anderer Begriff: Ballerspiel. Boris Schneider-Johne war in den 80er Jahren Redakteur der Happy Computer und der Powerplay. Ein Zeitzeuge, wenn man so will. Das ist Kommando. Das ist eins der Spiele, also hier in der Spielhallenfassung, die für Aufsehen gesorgt haben. Das erschien auf dem C64 und auf dem C64 wurde daraus für Deutschland Space Invasion. Da wurden diese Soldaten im Dschungel, soll wohl offensichtlich Vietnam sein, wurden ausgetauscht gegen Aliens aus dem Weltraum, eben um den Effekt zu haben, dass es in Deutschland nicht indiziert werden sollte. Ist ihnen leider nicht gelungen. In den 1980er Jahren haben die Videospielautomaten ganz stark das öffentliche Bild geprägt von Computern und Videospielen. Die waren sehr verbreitet noch, weil sie einen technischen Vorsprung als teure Geräte hatten gegenüber den Heimgeräten. Insofern gab es da die cooleren Spiele. Und die hatten aber ganz spezifisches Geschäftsmodell und Möglichkeiten zu spielen. Erstens mal hatten sie nur sehr wenig Knöpfe und einen Joystick. Und zweitens mal ein bestimmtes Geschäftsmodell, nach dem man immer wieder eine neue Münze einwerfen muss. Das heißt, das Spiel muss irgendwann zu Ende sein. Und das bietet sich natürlich geradezu an für eben dieses Genre Ballerspiele. Das heißt, man hat da gespielt und das Spiel hat, also nachdem man Geld eingeworfen hat, und das Spiel hat alles versucht, um das Spiel kürzer zu machen, logischerweise, damit man wieder Geld nachwirft. Gunnar Lott ist ehemaliger Chefredakteur der Computerspielzeitschrift GameStar. Danach schreibt er einen Elternratgeber. Mittlerweile ist er Inhaber einer PR-Agentur. Da gab es keine dauerhafte Erzählung, keine Dramaturgie. Das ging halt zack los und dann war man tot und dann wieder zack los, dann war man wieder tot. Ja, und immer dieses Geld nachwerfen. Elektronische Bildschirmspiele dürfen nur noch in gewerblichen Räumen aufgestellt werden. Jedenfalls nicht mehr in Kinos oder Geschäftspassagen. Und da wurde also das Jugendschutzgesetz novelliert. Und bei dieser Novellierung des Jugendschutzgesetzes haben sie auch noch gleichzeitig mitentschieden, dass also die Videospieleautomaten, die bis dahin in der Öffentlichkeit gestanden haben, eben nicht mehr in Bereichen stehen durften, wo Minderjährige Zutritt haben. Und das prägte natürlich auch noch mal negativ das Image von Videospielen, denn es wurde völlig unabhängig von dem Inhalt der Videospieleautomaten entschieden. Also alles, was mit Videospieleautomaten zu tun hat, wurde in diese Hinterzimmer abgeschoben. Und das war der Anfänger in Westdeutschland, was eben die Gewaltdebatte anging, Videospiele angeht. In Deutschland werden Mitte der 80er Jahre Videospielautomaten hinter die ab 18 Vorhänge verbannt, wo sie seither ein trauriges Dasein in der halbseidenen Gesellschaft von einarmigen Banditen fristen. Doch zu dieser Zeit haben die Heimkonsolen schon längst viele Wohnzimmer erobert. In Deutschland boomt zudem das Geschäft mit Heimcomputern. An der Spitze der Bewegung der legendäre Brotkasten, wie der Commodore 64 von seinen Fans liebevoll genannt wird. Man konnte als Nerd Avantgarde sein, ohne sportlich zu sein. Das ist ja mal echt, das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das war ja damals so. Man hatte halt, alle coolen Sachen waren Sport. Ja? Oder halt irgendwie mit Geld behaftet, irgendwie teure Klamotten gab es ja damals, ne? Lacoste-Hemdchen und so. Oder halt die geilen neuen Rollschuhe oder irgendwie Disco. Und es war alles sportlich und cool. Und da konnten wir nicht so mit, ja, bei dem ganzen sportlichen Zeug und so. Und das war dann unsere Form von cool. Ein Erkennungszeichen, da haben sich alle diese gefunden, die sozusagen bei den anderen Sachen nicht so mithalten konnten und hatten plötzlich ein Hobby, das die anderen auch vage cool fanden und gar keinen Zugang zu hatten. Ja, da waren wir plötzlich noch technische Experten deswegen. Bei Mädchen hat es nicht geholfen, ja, logischerweise. Könntest du dir eigentlich einen Freund vorstellen, der den ganzen Tag am Computer sitzt, so wie dein Bruder? Nee, also kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Und so wie ich gehört habe, die ganzen Computerfreaks, also die haben ja die meisten eine Freundin, also ich frage mich immer, wie die das mit der Zeit schaffen, denn ich sehe, mein Bruder, der sitzt den ganzen Tag vorm Computer, also der hätte weniger Zeit dafür, kann ich mir vorstellen. Und mein Freund durfte sich nicht vorm Computer den ganzen Tag setzen. Wie willst du denn das verhindern? Ja, also ich würde mir wahrscheinlich ja nicht erst so einen Freund suchen. Der stellt nämlich eher dich in Ecke als den Computer, so ist es nämlich meistens. So machst du das? Naja, Elke hatte nun noch nicht das Vergnügen mit dem Mädchen, aber Kumpels von mir, wenn die also das Problem haben, dass das Mädchen zu häufig ankommt, dann
entweder Computer oder entweder ich darf ein bisschen programmieren oder du wirst in der Ecke gestellt. Glaube, meistens sehen sie das dann ein. Man sollte auch, weil man kann sich ja nicht nur den ganzen Tag mit einem Mädchen, also jeden Tag in der Woche mit einem Mädchen verabreden. Ja? Das reicht ja ein, zwei Mal in der Woche. Also. Die 80er waren in Sachen Computerspiele so, dass man sehr alleine war auf der Welt. So, es gab halt nur wenige von uns, die halt Computerspielfans waren. Und diejenigen waren umlagert von anderen, die das auch cool fanden. Also es gab immer in jedem Freundeskreis den einen Besitzer des C64 mit Diskettenlaufwerk, der dann halt den Zugriff hatte auf diese ganze bunte Welt, die sich daraus ergab. Und die ganzen Freunde, die ihn am Nachmittag besucht haben. Und da haben sich dann so Spielsessions ergeben und man hat eigentlich, anders als heute, eigentlich gar nicht alleine gespielt. Ja, man hat immer gespielt vor seinem Gerät mit den 3-4 Freunden, die ja zugeguckt haben und Kekse gegessen haben. Und auf dem C64 gab es ja die Explosion. Alles, was man irgendwie mit dieser Kiste technisch machen konnte, wurde von irgendjemandem mal gemacht. Also sehr harmlose Sachen und Text-Adventures und genauso die ersten digitalen Pornos und irgendwelche Gewaltspiele, wo das Blut spritzte. Es gab einfach alles in alle Richtungen. Über 25.000 Spiele sollen im Laufe der Jahre alleine für den C64 erschienen sein. Ein großer Teil davon Hobbyprojekte, ohne kommerziellen Hintergrund. Literarisch anspruchsvolle Text-Adventures, schlüpfrige Pokerspiele, Strategiespiele, natürlich auch Gewaltorgien. Der C64 ist Geburtshelfer für Genres, die bis heute populär sind. Und darunter sind auch Unmengen von Ballerspielen. Ja, das ist das Spiel River Raid aus dem Jahr 82 und es ist tatsächlich das erste Spiel, was in Deutschland auf dem Index gekommen ist. Es ist 1984 passiert und das bedeutet, dieses Spiel durfte nicht mehr an Minderjährige verkauft werden und durfte auch nicht mehr beworben werden. Wir sehen im Prinzip das Spielgeschehen hier. Man steuert diesen kleinen Flieger mit dem Joystick und muss dann die gegnerischen Flugzeuge und Schiffe abschießen, ab und zu über so ein Benzinfass drüber fliegen, um seine Treibstoffanzeige wieder aufzufüllen. Es kommen sichtbar keine Menschen zu Schaden, keine Schreie, kein Blut. Und trotzdem wurde dieses Spiel 1984 vom Prüfgremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften als so gefährlich betrachtet, dass es eben nicht mehr in Kinder- und Jugendlichenhände kommen sollte. Mittlerweile ist es nicht mehr auf dem Index. Mittlerweile dürfen wir es hier zum Beispiel in unserer Ausstellung auch zeigen. Und es zeigt sehr schön, wie eben auch das Empfinden über die Gefährlichkeit von Videospielen dem historischen Kontext auch geschuldet ist. Die Jugendschützer befinden damals, bei River Raid müssten sich die Jugendlichen in die Rolle eines kompromisslosen Kämpfers und Vernichters hineindenken. Im Kindesalter findet dadurch eine paramilitärische Ausbildung statt. Deutliche Worte. Naja gut, ich meine, sagen wir so, es Kriegsverherrlichung, Kriegsverharmlosung, Angriffskrieg führen, ist vielleicht nicht gerade eine paramilitärische Ausbildung, aber es ist trotzdem das Verbreiten der Ideologie, dass ein Angriffskrieg billigenswert ist. In den 80ern macht der C64 eine ganze Generation zu Prosumenten, also Nutzern, die Spiele nicht nur spielen, sondern auch selbst programmieren. Die simple Technik macht es möglich. Unter den User-Generated Games ist damals auch Soldier, das erste deutsche Spiel, das Monate später auf dem Index landen wird. Programmiert hat es ein 16-jähriger Jugendlicher aus Niederbayern. Bekommen habe ich dann am 24. Dezember 1984 den C64. Und deswegen werde ich das nie vergessen, weil ab dieser Zeit war es in meinem Zimmer dann immer blau, hat es geleuchtet, blau und hellblau. Und es war die Farben, die mich heute noch bewegen, wenn ich sie irgendwo sehe. Und das war damals eigentlich das Faszinierende, dass man ein Gerät programmieren kann, dass man genau sagen kann, was passiert. Und dass es um die Logik ging, wenn Fehler drin waren, dass man suchen musste, wo war der Fehler. Und dass andere dann begeistert waren und sagten, ui, lass mich das mal spielen. Also diese Tatsache, man produziert was, andere Leute setzen sich hin und sagen, das gefällt mir. Soldier ist ein Kriegsspiel, das damals bei den Kritikern eher durchfällt. Und trotzdem hat das Werk von Hans Ippisch einen festen Platz in der deutschen Computerspielhistorie. Als erstes indiziertes Spiel in Deutschland. Da gab es eine entsprechende Behörde, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wie sie damals noch hieß. Und dann muss man Anträge stellen als Jugendamt oder andere antragsberechtigte Körperschaften. Und dann wird das überprüft. Eine Reise in die Vergangenheit. Der Ordner von 1986 in Form eines Floppy-Laufwerks aus dem Kinderzimmer mit den Spielen, die ich gemacht hatte, schön verzeichnet. Und hier mein allererster Vertrag, ganz hinten, der allererste Vertrag, den ich unterschrieben habe, wo mein Vater mit unterschreiben musste. Mit
Rainbow Arts, 26.07.1986 mit Mark Alexander Ulrich. Soldier, Commodore 64, 4,5% Provision. Ich habe 3 Jahre exklusiv meine Rechte abgegeben, das war mir damals nicht bewusst. Unterschrieben von meinem Vater. Und direkt dahinter Bundesprüfstelle hieß es damals. Heute heißt es ja Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die Antragsabschrift, dass im vereinfachten Verfahren entschieden werden soll, dass das Spiel indiziert wird. Sozialethisch desorientierend. Ja, also man hat das Gefühl, sowas kann eigentlich nur aus einem kranken Kopf kommen. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn. Gegründet wird das Amt 1954 und trägt lange Zeit den Namen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Ihre Aufgabe, die Jugend vor medialen Einflüssen schützen, die den Reifungsprozess von Kindern und Jugendlichen negativ beeinflussen könnten. Also anscheinend auch vor Einflüssen wie Soldier. Nach ihrer Gründung widmet sich die Bundesprüfstelle Büchern und Comics, später dann Musik-CDs. In den 80ern sind VHS-Kassetten das prägende Thema. Doch bald schon, da werden auch die ersten Computerspiele in den Giftschrank gesperrt. Das ist nun das Archiv der Bundesprüfstelle. Hier lagern einmal die indizierten Bücher, deswegen riecht es wahrscheinlich auch leicht muffig. Und ab hier beginnen die Computerspiele. Und wenn man hier einmal so drüber guckt, dann sieht man auf der einen Seite lauter Spiele, die recht bekannt waren, indiziert waren. So zum Beispiel das Doom, Wolfenstein, Mortal Kombat, Quake. Elke Monsen-Engberding, heute Vorsitzende der Bundesprüfstelle, arbeitet seit 37 Jahren in der Behörde. Und das schon immer mit Engagement, wie TV-Szenen aus den frühen 90er Jahren zeigen. Mit dem Joystick in der Hand erfüllen sie ihre Mission im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Der Gegner tritt an mit schwerem Geschütz. Das war das schon. Wo ist denn hier meine... Ich habe überhaupt keine Möglichkeit zu schießen. Wieso funktioniert das denn bei mir nicht? Ich schieß doch wie verrückt. Frau Monsen, haben Sie mir aber was angedreht an Waffe? Das Problem ist, dass wir den Auftrag haben, wenn wir Computerspiele indizieren, sie bis zu Ende durchzuspielen. Und wir müssen dann ja mal irgendwann in das Ergebnis der Mission kommen. Und das schaffen wir einfach nicht. Du müsst ja sehen, was da letztlich der Auftrag ist. Ne? Und dadurch, dass wir ja sofort erschossen sind, geht es ja nicht weiter. Die Computerspiele der 90er Jahre, kein Problem für die Jugend, aber für die Jugendschützer in Godesberg. Flammenwerfer, das ist doch mal was. Flammenwerfer geht gut. Aber der Flammenwerfer schießt ja auch immer ins Leere. Nee, ich hau die doch alle kaputt. Da, diese ganzen Krüppel. Ach Mist. Nach Stunden vergeblicher Mühen geben Irene Brockhaus-Dreetz und Elke Monsen-Engberding entkräftet auf. Die Prüfer können nicht prüfen, weil sie das Spiel nicht verstehen. Ein Experte muss ran, ein Jugendlicher natürlich. Und unter den prüfenden Augen zahlreicher Mitarbeiter der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zeigt der Minderjährige den Prüfern, wie das jugendgefährdende Spiel funktioniert. Jugendschutz im Computerzeitalter, eine gefährliche Mission. Wie, was ist denn das, Talamon? So ein Bunker oder so. Ah, das ist die Mission wahrscheinlich. Ja, ja, eben. Missionsstation, ja. Das hat mich fast. Aber dieses Spiel war endlich zu Ende. Ich wäre ja so froh. Es war natürlich für die Bundesprüfstelle eine sehr neue, aufregende Zeit. Zunächst einmal ging es darum, wir mussten ja an entsprechende Geräte kommen. Die waren ja nicht so besonders verbreitet, wie sie heute verbreitet sind, waren im Verhältnis relativ teuer. Und da musste man auch schauen, dass man eben entsprechend die Hardware beschafft, um überhaupt Computerspiele spielen zu können. Dann ging es auch darum, sagen wir mal so, diejenigen, die bei uns tätig waren, waren bisher mit Computerspielen noch nicht in Berührung gekommen. Und daher musste schnell ein sogenannter Spieletester beschafft werden. Wir haben das als sehr ungerecht empfunden, als die Debatte aufkam, weil wir uns sozusagen als Kenner gesehen haben und dann gedacht haben, ja was, das ist ja eine völlig, völlig willkürliche Einschätzung der Sachen, ja, so funktioniert ja die Welt überhaupt nicht. Ja, die sollten das mal selber spielen, haben wir uns gedacht. Ja, wenn wir so viel spielen würden, wie wir das spielen, dann wüssten die, dass das nicht schlimm ist. Über Soldier, das gewalttätige Gesellenstück von Hans Ippisch, urteilt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 1988 übrigens. Der Spieler werde an kriegerischen Vernichtungshandlungen beteiligt. Und Soldier lasse Krieg als einzige Möglichkeit erscheinen, Anerkennung und Ruhm zu gewinnen.
die Spielewelt war ja kein Thema in der typischen Tageszeitung damals. Ja. Im Bayerwald Boten in Regen von der Passauer Neuen Presse, da hat man jetzt nicht über Spiele geschrieben und über Indizierung. Und also bis zu mir ist es nicht vorgedrungen, dass es sowas gibt. Die Auswirkung war in erster Linie, dass ich mein eigenes Spiel nicht hätte kaufen dürfen im Laden. Ich war damals 16, 17 und ich hätte es einfach nicht kaufen dürfen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass das eine Zeit war, also zumindest die Anfänge der 80er, wo man geglaubt hat, die Welt endet. Das ist eine ganz interessante, also wenn man da so zurückblickt, so, das war halt völlig klar für uns, dass das No Future stimmt. Der Atomkrieg wird kommen. Gunnar Lott ist Sozialpädagoge, hat in einem Computerspielladen gejobbt und war später Chef von großen Computerspielmagazinen. In den 80ern steht er gerade seine Pubertät durch und erlebt Blockkonfrontationen, Weltkriegsangst und Friedensbewegung. Der Zweite Weltkrieg ist da noch gar nicht so lange her. Die Bundeswehr dient noch ausschließlich der Landesverteidigung. Tausende gehen auf die Straße gegen den NATO-Doppelbeschluss. In den Kiosken kann man Lanzer-Romane kaufen. In manch einem Haushalt wird noch mit Wehrmachtsfiguren gespielt. Und trotzdem, dass Krieg keine gute Sache ist, das ist weitgehend Konsens. Und dennoch, plötzlich verbreiten sich amerikanische Spiele voll triefendem soldatischen Pathos auf den Schulhöfen der Republik. Kriegsverherrlichung. Das ist dann auch der Hauptvorwurf, der den Computerspielen in den 80er Jahren gemacht wird. Bis 1989 wird über die Hälfte aller Spiele aus genau diesem Grund auf den Index gesetzt. Bis 1994 geht der Anteil stark zurück. Danach verschwindet der Begriff vollständig aus der Statistik. Bei Blue Max gab es ja dann zum Beispiel sogar die Begründung, dass das Spiel keine friedliche Konfliktlösung vorsieht. Ja, es hat eine Kriegssituation simuliert, also einen Bombenflug eines Doppeldeckers. Und haben die Leute in diesen Gremien von dem Spielehersteller sozusagen erwartet, dass er dann eine friedliche Verhandlungskonfliktlösung vielleicht anbietet. Das fanden wir natürlich damals wahnsinnig lächerlich. Ja. Die Bundesprüfstelle erklärt damals zu Blue Max, dass das Spiel den Spieler in ein automatisiertes Befehls- und Gehorsamsverhältnis zwingt. Der Krieg beginne auf Knopfdruck. 2010 wird die Indizierung von Blue Max aufgehoben. Also wir wollten letztendlich verhindern, dass in dieser ganzen Diskussion auch noch Kinder oder Jugendliche spielerisch einüben, Krieg positiv zu bewerten. Es geht bei diesem Begriff um Kriegsverherrlichung eigentlich immer nur darum, dass niemand einen Angriffskrieg positiv bewertet, um zu sagen, also das ist etwas, wo du gezielt hinarbeiten musst. Das hier ist die Ausgabe 6 der Powerplay. Die ist deswegen ganz spannend, weil wir da ein Interview drin hatten mit dem Rudolf Steffen, damals 62, der die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften geleitet hat. Und da haben wir die journalistisch wichtigen Fragen gestellt. Und eine der spannenden Sachen war beispielsweise, es gab ein Dreier- und ein Zwölfer-Gremium, um Sachen anzuschauen. Dreier-Sachen nur bei offensichtlicher Jugendgefährdung, wo man es schnell durchwinken konnte. Wurde gefragt, wie viel der Computerspiele sind im Dreier- oder im Zwölfer-Gremium? Der sagte wörtlich, dass es halt eigentlich alle Spiele ins Dreier gehen können, weil die Spiele so primitiv und einfach sind, dass wir da sofort entscheiden können und nicht Steuergelder verschwenden müssen. Es sind Spiele wie Barbarian, die auf den Schulhöfen kursieren und in den Charts der Spielzeitschriften nur als indiziertes Spiel auftauchen. Spiele, die von Datasette zu Datasette weitergereicht werden und die irgendwann jeder kennt. Werbeverbot hin oder her. Die Bundesprüfstelle moniert an Barbarian, dass Begriffe wie Nackenschlag oder Todeswirbel in der Anleitung auftauchen, die aber den tödlichen Ernst des Spiels nicht wiedergeben würden. In dem Spiel gehe es zwar um die Rettung einer Prinzessin, doch sei hier Gewalt die einzige Lösung. Die Anwendung einer List und die Hinzuziehung staatlicher Vollzugsorgane sei in Barbarian nicht vorgesehen. Barbarian, das war gar nicht so ein super tolles Spiel. Das wird jetzt nur so in der Rückschau überbewertet, weil man da halt einen Kopf abtrennen konnte in dem Spiel. Und dann, das war natürlich so ein Moment, das wusste man gar nicht, dass das geht. Man kannte diese Spiele ja alle nicht. Ja? Ich habe es ja schon erwähnt, man findet die auf diesen Disketten, in diesen Boxen und dann sind die alle irgendwie gleich. Die haben auch alle so Namen, wo man nicht genau weiß, was jetzt Barbarian ist, ja? Könnte ja auch sonst was sein. Und dann spielt man das und ohne Anleitung mit irgendwelchen Knöpfen und dann plötzlich gelingt einem dieser absurde Move. Dann trennt man dem anderen den Kopf. Das war so, wow. Cool, das hat man schon als sehr gewagt wahrgenommen von dem Spiel, ja. Und da war man schon sehr cool, wenn einem das geglückt ist. Aber es war natürlich auch ein Moment des Skills. Ja? Es ist ja nie losgelöst bei Computerspielen. Es ist ja nie so einfach nur so, boah, fette Explosion, so wie man das im Film halt hat, ne? Wo man halt so sitzt, so, boah, das hat aber geknallt. Sondern so immer so, cool, ich hab's gemacht, ja, mit meiner besonderen Fähigkeit. Das war schon cool.
So im Nachhinein betrachtet war das mit der Indizierung so eine Adelung des Ganzen für die Computerspieler. Und der beste Vergleich, den ich dafür finden kann, ist USA 1954 bis 1957. Elvis Presley hat in einigen Bundesstaaten der USA Auftrittverbot oder kriegt gesagt, Elvis, wenn du deinen Hüftschwung machst, dann wirst du sofort auf der Bühne verhaftet, weil das ist unsittlich. Und das hat natürlich auch da, dieses Verruchene, das hat natürlich dann bei den Teenagern Elvis erst recht hoffähig gemacht. Der traut sich was, wo die Alten sagen, das darf nicht sein. Und das ist genau dasselbe mit Computerspielen. Die trauen sich was, von dem ältere Menschen, die uns überhaupt nicht verstehen, sagen, das darf so nicht sein, das darfst du so nicht spielen. Und klar, dann macht man es erst recht. So wie sich US-amerikanische Behörden in den 50ern dem Rock'n'Roll entgegenstellen, so kämpft die Bundesprüfstelle gegen sozial-ethisch desorientierende Ballerspiele an. Aber auch die junge Computerspielbranche führt einen aussichtslosen Kampf gegen die Raubkopierer. Das heißt, die Leute haben Disketten auf dem Schulhof ausgetauscht oder interessanterweise in den Kaufhäusern. Also ich habe meinen besten Freund Marco damals kennengelernt in einem Quelle-Shop, wo halt 1, 2, 3, 4 C64 live aufgestellt waren zum Ausprobieren. Konnte man halt diese moderne Technik mal in Augenschein nehmen. Und dann sind wir da hingegangen und haben geguckt, dass die Verkäufer nicht da waren und haben dann daran schnell kopiert, unsere Disketten so immer schnell, zack, zack, eine nach der anderen mit so einem Kopierprogramm. Und haben das dann da gemacht. Und dann standen da immer so ein paar Leute rum, die so ein bisschen diese Szene beherrscht haben, ja, die großen Kopierer, die alle Spiele hatten, genau wussten, wie das geht und so. Und die haben den anderen abgefangen und gesagt, willst du ein Spiel haben? Und dann hat man sich das getauscht. Ich nehme an, da gab es auch eine kommerzielle Szene, die halt dafür Geld bezahlt hat und so. Man konnte dann auch in Zeitschriften, waren dann so Anzeigen, wo man dann so Raubkopien bestellen konnte. Aber ich habe tatsächlich alle meine Spiele irgendwie aus dem Quelleladen bekommen damals. Die Kunden, jugendliche Computerbesitzer. Programme mit kompliziertem Kopierschutz beziehen sie so über Cracker und Dealer. Doch Spiele, die nur einfache Schutzvorrichtungen haben, werden von den Computerfans eigenhändig mit Hilfe von Kopierprogrammen vervielfältigt. Innerhalb weniger Tage erreichen die neuesten Spiele so die meisten Computerbesitzer in der Bundesrepublik. Wie ist es denn mit der Angst, verfolgt zu werden und Schwierigkeiten mit der Polizei zu bekommen? Bei mir ist die Angst auch nicht so groß, weil ich bin sehr vorsichtig. Ich verstecke die Disketten immer, wenn ich nicht gerade spiele oder so. Ich mache mir da auch keine großen Gedanken drüber. Aber ich meine, es ist schon sehr gefährlich. Da wir ja die Spiele nicht gekauft haben, sondern immer ertauscht haben, ist uns das nicht aufgefallen, ob Spiele indiziert waren oder nicht. Ich habe das erst hinterher erfahren, dass River Raid indiziert war zum Beispiel. Das war halt ganz normal auf einer meiner Disketten drauf. Und man konnte ja sozusagen aus Gamer-Sicht das nicht unterscheiden, ob das jetzt ein indiziertes Spiel war oder nicht indiziertes Spiel war. Das war aus unserer Sicht ja nicht gewalttätiger oder so. Das kam erst in den 90ern, dass dann das ein Gefühl dafür auf, so, dass man halt plötzlich Spiel nicht mehr im Laden kaufen konnte und so. Ja, aber vorher haben wir auch gar kein Spiel gekauft, deswegen war es wurscht. Schätzungen zufolge kommen in der C64-Ära auf ein Originalspiel 100 Raubkopien. Sogar die Bundesprüfstelle prüft oftmals nicht das Original, sondern eine raubkopierte Fassung und trägt versehentlich die Cracker, die den Kopierschutz ausgehebelt haben, ganz offiziell als Hersteller ein. Und Hans Ippisch? Der verkauft von seinem Spiel Soldier gerade einmal 873 Stück. Und schuld daran sind nicht nur die Raubkopierer, sondern auch die Jugendschützer, die dafür sorgen, dass sein Spiel nicht offen verkauft werden darf, was damals de facto einem Vertriebsverbot gleichkommt. Mittlerweile wurde Soldier begnadigt und von der Liste gestrichen. Wie so viele frühe Ballerspiele. Es dürfte gerne auf der Liste oben bleiben, weil dann kann ich wenigstens das auch meinen Enkeln noch erzählen, dass ich etwas gemacht habe, was bleibend einen Wert hat. Ist eigentlich schade, dass es nicht mehr oben ist. Es ist der Hersteller id Software, der 1992 einen Game Changer auf den Markt bringt. Wolfenstein 3D ist rückblickend das erste Ballerspiel, das Ego-Perspektive und flüssige 3D-Grafik vereint. Eigenschaften, die heute als Kennzeichen von Killerspielen gesehen werden. Das hat man bis dato noch nicht gesehen. Als Spieler schlüpft man in die Haut eines jüdischen Soldaten, der Nazischergen bekämpft und irgendwann sogar einem Pixel-Hitler gegenübersteht. Trotz seiner antifaschistischen Ausrichtung wird Wolfenstein 3D 2 Jahre nach seinem Erscheinen auf den Index gesetzt und sogar bundesweit beschlagnahmt. Nazi-Symbolik in Computerspielen? Das geht gar nicht. Bis heute nicht. Auch wir können daher Wolfenstein 3D zu weiten Teilen nicht im Original zeigen. Die gezeigte Version ist aber weitestgehend identisch mit der Urversion. Nur wurden in ihr alle Hakenkreuze entfernt. Dafür landete es auch nicht auf dem Index.
Was wir aus der Urversion indes zeigen dürfen, eine unfreiwillig komische, weil lächerlich wirkende Szene des sogenannten Killerspiels. Die Pixel-Nazis, wie sie seltsame Töne von sich geben. Eine Szene, die in Deutschland für viel Gelächter sorgt. Mein Leben! Der Ausruf "Mein Leben" war so lustig, weil er so dumm war. Für die Amerikaner hörte es sich deutsch an. Sie hatten zwar keine Ahnung, was es bedeutete, aber es hörte sich eben irgendwie authentisch an. Mein Leben! John Romero ist eine Legende unter den Game Designern. Er war an der Entwicklung von Klassikern wie Commander Keen, Quake, Doom, Heretic oder eben Wolfenstein 3D beteiligt. Die Liebe hat den Amerikaner mittlerweile nach Irland verschlagen, in das hippe Studentenstädtchen Galway. Dort arbeitet er mit seiner Frau an neuen Projekten. Vor Wolfenstein wollten wir ein Spiel herausbringen mit dem Namen "Es ist grün und angepisst". Es sollte darum gehen, irgendwelche Wissenschaftler aus einem Labor zu retten, in dem überall Mutanten herumlaufen. Wir haben dann intern darüber diskutiert, aber relativ schnell entschieden, der Plot ist langweilig. Ich war mir sicher, das ist wirklich schlecht, kein Mensch wird das spielen wollen. Wir müssen etwas machen, was komplett anders ist. Und dann kam mir eine Idee. Warum nicht eine neue Version von Castle Wolfenstein aufsetzen? Mit Nazis. Niemand schießt auf Nazis. Warum also nicht wir? Das fanden wir sofort großartig. Weniger großartig finden die Jugendschützer das Spiel. Hakenkreuze und Nazis sind ein absolutes Tabu. Hinzu kommt die für damalige Verhältnisse drastische Gewaltdarstellung. Die Bundesprüfstelle diagnostiziert in ihrer Indizierungsbegründung zu Wolfenstein 3D eine weitgehend realistische Visualisierung von Tötungsakten und eine aufwendige Simulation blutig zerfetzter Körper. Hier in diesem Raum, wenn du da die Keykarte nimmst, geht plötzlich das Licht aus. Das ist schon sehr furchterregend. Wir haben damals für jedes Level eine neue Idee entwickelt, um das Spiel so interessant und so wenig vorhersehbar wie möglich zu machen. Es passiert immer etwas Neues. Wolfenstein 3D entsteht in 4 Monaten. An dem Spiel aber, das Romero und id Software in Gamerkreisen unsterblich machen wird, arbeitet das Team rund ein Jahr. Doom. Ein Ballerspiel, das bis heute als Mutter aller Killerspiele gilt. Wir haben natürlich versucht, ein provokantes Spiel zu erschaffen, das aber auch Spaß machen sollte. Und wir waren uns sicher, dass unsere Idee ziemlich einmalig war. Endlich mal kein Space Marine, der gegen Aliens kämpft. Und mit dem ausgeklügelten Level-Design hatten wir außerdem die Hoffnung, dass es für die Spieler spannend sein würde, durch unsere Welt zu laufen. Doom sollte ein einzigartiges Spiel werden, das für sich steht. Doom versetzt den Spieler auf einen Marsmond. Dort in einer Forschungsstation öffnet sich ein Tor zur Hölle und spuckt Kreaturen aus. Imps, Höllenbarone, Dämonen, denen der Spieler beikommen muss. Mit Schrotflinte, Maschinengewehr, Raketenwerfer und Plasmakanone. Doom hat uns alle wie einen Schlag getroffen. Ja, das war noch nie da gewesen. Das war halt jenseits von allem. Und das hatte jeder. Also es gab nicht einen Menschen, der sich diese kostenlose Version nicht, konnte man damals für 5 € im Laden kaufen, lustigerweise. Also die kostenlose Version, die dann aus Amerika kam und importiert wurde. Das hat jeder ausprobiert. Ja, und das fand jeder enorm, was da an grafischer Darstellung möglich war und die Audioeffekte und so. Das war so zwingend, das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Heutzutage ist man so abgeklärt, ja, und hat so ein distanziertes Verhältnis und dechiffriert solche Medien halt viel besser. Damals war uns das nicht klar. Ich habe ganz typisches Spielen von damals, wenn ich mich so in der Retrospektive so beobachte, ist so, weil es sich so echt angefühlt hat, wie die Schüsse kommen und so. Ja. Jetzt hat er es nur noch als Sahne obendrauf, die Geschichte, dass es halt ein ziemlich brutales Spiel war. Deswegen ist natürlich auf den Kicker von Bundesprüfstelle und anderen gekommen ist. Das war aber, glaube ich, nicht das, was Doom ausgemacht hat. Und jetzt kann man sich lange darum streiten, ob der Erfolg von Doom, von dem jetzt 4 oder 5 Faktoren ausgehen können, der hat aber dazu geführt, dass trotzdem mehr Gewalt in die Spiele reingekommen ist, weil man dachte, das hat ja bei Doom wunderbar funktioniert. Ein weniger gewalttätiges Doom hätte wahrscheinlich auch funktioniert und hätte vielleicht die Branche in eine andere Richtung driften lassen, aber das können wir heute halt nicht mehr nachvollziehen. Hier am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe beschäftigt man sich mit dem kulturellen und künstlerischen Potenzial von Computerspielen. Seit 2 Jahren stellt das Museum bedeutsame Computerspiele aus. Kuratiert werden die Ausstellungen vom Kunsthistoriker Stefan Schwingeler. Doom zeigt zum einen eine neue
Auseinandersetzung mit Räumen im Computerspiel. Also die Perspektive kommt hier rein. Die Perspektive, die zurückzuführen ist auf die Renaissance-Perspektive. 15. Jahrhundert in Florenz, erfunden von Filippo Brunelleschi, einem Architekten, der mathematische Regeln etc. aufstellt, um eine optisch, mathematisch korrekte Perspektive zu entstehen zu lassen. Und diese Perspektive kommt in Form von Algorithmen in die Computer, indem Grafikkarten die Räume perspektivisch korrekt auf den Menschen bezogen, auf den Menschen und sein Auge bezogen, errechnen und darstellen lassen. Und diese Räume kann man auf einmal durchqueren und durchschreiten, was einen absoluten Realismus-Schock, so könnte man sagen, in der Rezeption auslöst. Allerdings findet Doom, als es erscheint, nicht primär Beachtung für seine Bezüge zur italienischen Renaissance-Kunst. Eher schon für seine Pumpgun, seine Monster und natürlich die Kettensäge. Wir lachten uns kaputt und dachten, das wäre doch Wahnsinn, da eine Kettensäge im Spiel zu haben. Und weil das so lustig war, kam sie auch rein. Die Bundesprüfstelle findet damals, dass Doom vor allem voyeuristisch sei. Die blutigen Metzelszenen dienten vor allem einem sadistischen Interesse. Und das Töten werde zum sportlichen Vergnügen verniedlicht. Naja, das Doom hatte eine ganz andere Dimension. Also das hat natürlich schon, das hat so die ersten Dinge weg von der Kriegsverherrlichung ausgelöst in Richtung spielerisch töten lernen. Wir sagen in der Spruchpraxis immer, es könnte die Hemmschwelle oder die Empathie mit den Opfern bei Kindern abgebaut werden. Wie gesagt, da hatten wir dann plötzlich eine ganz andere Diskussion. Da ging es auch schon, ging auch damals schon um die Idee, muss man das nicht ganz verbieten? Doom ist ein gewaltiger Erfolg. 1994 ist der Ego-Shooter auf mehr PCs installiert als Windows. Das Spiel verhilft dem neuen Genre zum Durchbruch. Doch mit Doom wandelt sich auch die Debatte. Es geht nun nicht mehr um Kriegsverherrlichung, es geht um Wirkung. Die Frage ist nicht mehr, werden junge Menschen einen Angriffskrieg befürworten? Die Frage ist nun, üben sie mit solchen Spielen das Töten? Der First-Person-Shooter avanciert mit den Jahren zum beliebtesten Genre. Und daran können auch die Jugendschützer nichts ändern, die viele Spiele des neuen Genres auf Twitter. Das ist eine bestimmte Perspektive, die man einnimmt als Spieler, eine Blickperspektive, so wie in der Literatur ein Ich-Erzähler gewählt wird vom Autor oder eben der neutrale Erzähler. Und natürlich wird dann auch geschossen. Mit Doom haben wir natürlich versucht, ein provokantes Spiel zu erschaffen, das aber auch Spaß machen sollte. Und wir waren uns sicher, dass unsere Idee ziemlich einmalig war. Endlich mal kein Space Marine, der gegen Aliens kämpft. Also ein Killerspiel wird gemeinhin in der Gesellschaft als ein Spiel verstanden, in dem es darum geht, Menschen oder menschenähnliche Wesen, die in großer Zahl auftauchen, auf unterschiedliche Art und Weise zu töten. Diffamieren, das ist ein Kampfbegriff. Ja, der Begriff ist dafür da, etwas zu diffamieren. Und insofern ist das ist ja gar nicht weiter zu diskutieren. Man darf den eigentlich nicht verwenden. Killerspiele, ein Kampfbegriff. Vor allem aber ein Begriff, der allgegenwärtig war in der deutschen Gaming-Landschaft der Nullerjahre. Im April 2002 kommt es im thüringischen Erfurt zu einem Amoklauf mit 18 Toten. Der Täter, Robert Steinhäuser, soll, wie so viele andere Jugendliche auch, First-Person-Shooter gespielt haben. Half-Life zum Beispiel oder The Return to Castle Wolfenstein. Solche Spiele machen aus Kindern und Jugendlichen Killer, heißt es nun. Es ist der Höhepunkt einer Debatte, die in Wirklichkeit so viel älter ist. Um zu ihrem Ursprung zu gelangen, muss man 4 Jahrzehnte in die Vergangenheit reisen. In so etwas wie das Paläolithikum der Videospielgeschichte. Für diesen Film haben wir diese Reise angetreten, haben den Schöpfer von Killerspielen wie Doom und Wolfenstein besucht und gemeinsam mit Gaming-Journalisten zurückgeschaut auf diese Zeit, um zu erfahren, wie der Streit begann und wie die Gewalt in die Spiele kam. Zwei Schläger, ein Ball, eine Punkteanzeige. So sieht es aus, das erste populäre Videospiel der Welt. Der Beginn von etwas Großem. Pong erscheint 1972. Pong ist simpel. Pong macht Spaß, Pong ist erfolgreich und extrem harmlos. Wie also ist sie hineingekommen, die Gewalt in die Computer- und Videospiele? Das Computerspielemuseum in Berlin.
Hier werden die Meilensteine der Computerspielgeschichte bewahrt und ausgestellt, darunter auch Pong und seine blutigen Nachfahren. Andreas Lange ist Direktor des Museums. So etwas wie einer der Archivare der Computerspielgeschichte. Ja, Computerspiele sind interessanterweise gar nicht in Deutschland, wie man annehmen könnte, in Deutschland erstmalig wegen Gewalt ins Gerede gekommen, sondern tatsächlich im Mutterland der Videospiele, in den USA. Und zwar schon sehr früh, 1976, gab es ein Automatenspiel. Death Race hieß das. Death Race ist ein Arcade-Automat. Also ein Videospielautomat, wie er damals beispielsweise in Einkaufsarkaden steht. Death Race basiert auf einem trashigen und für die damalige Zeit ziemlich brutalen Low-Budget-Film. Das Ziel des Spiels, möglichst viele Strichmännchen überfahren, die aber doch verdächtig so aussehen wie Menschen. Die Folge, ein öffentlicher Aufschrei. Computerspiele rücken erstmals negativ in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Das populäre Investigativmagazin 60 Minutes berichtet im Jahr 1977 im amerikanischen Fernsehen über das Skandalspiel. Zu Wort kommt auch der Vizepräsident von Exidy, dem Hersteller des Death Race Automaten. We had a very successful game prior to this called Destruction Derby. And the principle of that game was to drive an automobile against another automobile. So after, oh, I would say 5 or 6 months of sales, ours began to dwindle and we decided to put a new twist into the game. Therefore, we took the cabinet, painted it black, and tried to project skeletons or gremlins running across the graveyard. And what happened now is when you drove your automobile, you ran into a skeleton, he emitted somewhat of a shriek, turned into a grave marker, and that's how we changed the game and the sales went up quite a bit. Schon damals ist sich manch einer sicher. Solche Computerspiele bringen nur das Schlechteste im Menschen hervor. Ein Psychologieprofessor warnt: Practice, training, learning how to hurt, kill other people. It sets the stage for when people are instigated to aggression to use those skills that they have. Und das war auch alles in der Darstellung natürlich sehr, sehr abstrakt. 1976, da war noch nicht viel möglich. Und trotzdem war aber auch die Gestaltung des Automaten so gehalten an der Seite, dass das schon natürlich sehr reißerisch aussah. Death Race, da wurde versucht, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Und es war vielleicht diese Kombination, also dieser Film im Rücken, diese Seitenwandgestaltung und dann natürlich schon das Spielthema, Menschen überfahren zu müssen, die dann eben zum ersten Mal zu einer Gewaltdebatte in den USA geführt haben, ob das denn überhaupt erlaubt sein darf, solche Spiele anzubieten. Also schon relativ früh haben wir die erste Gewaltdebatte gehabt. Eine Debatte, die auch von den amerikanischen Sicherheitswächtern des National Safety Councils befeuert wird. Ihr Fazit zu Death Race: krank, krank, krank. Das also ist sie. 4 Jahre nach Pong, 4 Jahre nach dem ersten kommerziell erfolgreichen Videospielautomaten, die allererste Killerspieldebatte. Wohlgemerkt, ohne dass es das Wort Killerspiel damals schon gibt. Dafür etabliert sich hierzulande schnell ein anderer Begriff: Ballerspiel. Boris Schneider-Johne war in den 80er Jahren Redakteur der Happy Computer und der Powerplay. Ein Zeitzeuge, wenn man so will. Das ist Kommando. Das ist eins der Spiele, also hier in der Spielhallenfassung, die für Aufsehen gesorgt haben. Das erschien dann auf dem C64 und auf dem C64 wurde daraus für Deutschland Space Invasion. Da wurden diese Soldaten im Dschungel, soll wohl offensichtlich Vietnam sein, wurden ausgetauscht gegen Aliens aus dem Weltraum, eben um den Effekt zu haben, dass es in Deutschland nicht indiziert werden sollte. Ist ihnen leider nicht gelungen. In den 1980er Jahren haben die Videospielautomaten ganz stark das öffentliche Bild geprägt von Computern und Videospielen. Die waren sehr verbreitet noch, weil sie einen technischen Vorsprung als teure Geräte hatten gegenüber den Heimgeräten. Insofern gab es da die cooleren Spiele. Und die hatten aber ganz spezifisches Geschäftsmodell und Möglichkeiten zu spielen. Erstens mal hatten sie nur sehr wenig Knöpfe und einen Joystick. Und zweitens mal ein bestimmtes Geschäftsmodell, nach dem man immer wieder eine neue Münze einwerfen muss. Das heißt, das Spiel muss irgendwann zu Ende sein. Und das bietet sich natürlich geradezu an für eben diese Genre Ballerspiele. Das heißt, man hat da gespielt und das Spiel hat, also nachdem man Geld eingeworfen hat, und das Spiel hat alles versucht, um das Spiel kürzer zu machen, logischerweise, damit man wieder Geld nachwirft. Gunnar Lott ist ehemaliger Chefredakteur der Computerspielzeitschrift GameStar. Danach schreibt er einen Elternratgeber. Mittlerweile ist er Inhaber einer PR-Agentur. Da gab es keine dauerhafte Erzählung, keine Dramaturgie. Das ging halt zack los und dann war man tot und dann wieder zack los, dann war man wieder tot, ja, und immer dieses Geld nachwerfen. Elektronische Bildschirmspiele dürfen nur noch in gewerblichen Räumen aufgestellt werden.